könnt jetzt nicht zu Hannah Montana. Sie schreibt einen Song. Vergesst es, sie isst gerade einen Salat. Ehrlich, alles, was sie tut, verursacht Aufruhr. Weißt du, ich dachte wirklich, so eine Teamkreuzfahrt macht eine Menge Spaß. Mit viel Entspannung und so. Ich hab bloß nicht an diese verrückten... Jeans gedacht. Ja, was ist mit der Jugend von heute los? Trete zurück! Au! Hallo, Kirby. Ich möchte zu Hannah Montana. Du und alle anderen hier auf diesem Schiff, aber das geht nicht. Ich bin hier, um jeglichen Schaden von der schönen Hannah fernzuhalten. Ich bin ein enger persönlicher Freund von ihr. Schon klar, das sagen sie alle. Beweis es. Erzähl mir was über sie, was sonst keiner weiß. Sie liebt Klopf-Klopf-Witze. Soll ich es Ihnen zeigen? Passen Sie auf. Klopf-Klopf. Wer ist da? Okidoki. Miss Montana, Ihr Freund Cody will zu Ihnen. Ich kenne keinen Cody. Hier ist ein Bild. Aber ich will kein Bild. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Perücken ab und gehen nach draußen ins Wellenbecken. Oh ja. Als Hannah gehe ich rein und komme als Miley raus. So verrate ich auch gar nichts. Jedenfalls gehe ich da jetzt raus, denn für Lola interessiert sich bestimmt niemand. Morgen, die Damen. Perfekt. Genau sowas brauche ich jetzt. Ich habe ganz viele Delfine gerettet aus Thunfischnetzen. Geh schon rein. Geh rein, geh rein. Wer geht wo rein? Wir gehen baden, wenn du nicht die Klappe hältst. Justin geht mir auf die Nerven, deshalb habe ich eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Alex, das ist klasse, aber du weißt doch, kein Einsatz von... Wissenschaft habe ich in der Schule gelernt. Wer hätte gedacht, dass die Schule auch mal nützlich ist? Oh Mann, Justin wird kochen vor Wut. Sieh doch, sein Gesicht wird rot und sein Körper ist blau. Kleb ein paar Sterne drauf, dann können wir ihn als Fahne verwenden. Ich habe keine Angst vor Justin. Du meine Güte, ich glaub's nicht. Wenn ich rauskriege, wer das war, verfütter ich ihn an die Haie. Außer seinen Kopf, damit er sich das ansehen kann. Vor dem habe ich Angst, yep. Und ich weiß auch schon, wer das Haifischfutter sein wird. Ja, ich auch. Zack. Alex? Was? Das war Alex. Ich kenne meine Schwester. Oh, das war Zack. Ich kenne meinen Halbstarken. Egal, egal. Das führt ja jetzt zu nichts. Wir können versuchen, rauszufinden, wer das war, oder hier stehen und diskutieren, bis wir blau anlaufen. Meinetwegen. Außer im Gesicht bin ich ja schon überall blau. Ja.